In diesem Video wollen wir uns anschauen, wie man unter einem Linux-Betriebssystem ganz einfach Ordner verschlüsseln kann und das auch noch komfortabler, als es mit TrueCrypt geht. Also mit komfortabel meine ich nicht unbedingt die Bedienung, sondern einfach den Umstand, dass halt TrueCrypt auf solche festen Container angewiesen ist und bei eCryptFS ist das deutlich flexibler. Also eigentlich ist es ganz einfach, was wir machen müssen. Wir brauchen erstmal zwei Ordner. Ich halte mich hier im Großen und Ganzen an das Tutorial von Ubuntu-Users, ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. So, hier machen wir erstmal alles sauber. Und ich bin jetzt in einem extra angelegten Ordner, in dem ich das mal vorführe. Und ich mache es ähnlich wie bei Ubuntu-Users. Ich leg mir mal zwei Verzeichnisse an. Und das eine nenne ich .geheim. Der Punkt sorgt dafür, dass es dann in Linux unsichtbar ist. Und das andere nenne ich nur geheim. Das erste Verzeichnis mit dem Punkt ist das Verzeichnis, in dem die verschlüsselten Dateien liegen. Das ohne Punkt, dort liegen die entschlüsselten Dateien. Beide Ordner bekommen jetzt die gleichen Rechte zugewiesen. Den Nutzer müssen wir nicht ändern, das ist der Nutzer, mit dem ich es angelegt habe. Das passt so. Und jetzt geht es im Grunde los. Jetzt brauche ich den Befehl sudo mount.ecryptfs. Jetzt muss ich die beiden Verzeichnisse eben angeben. Hier sollte man den vollen Pfad verwenden. Das bestätigt man mit Enter. Und jetzt werden wir gefragt nach dem Passwort. Dort sollte man natürlich ein möglichst sicheres wählen. Ich nehme jetzt mal hier 1, 2, 3, 4. Und jetzt werden wir nach ein paar Optionen gefragt. Also meine Empfehlung wäre, die alle einfach so zu belassen. Das wäre die Standardeinstellung. Hier zum Beispiel wählt man AES aus, kann man mit Enter bestätigen. Dann gibt es die Bytes des Schlüssels, die sind auf 16. Ich gehe einfach mal durch, bestätige das. FileName Encryption, die würde ich allerdings mal einschalten, weil dann werden auch die Dateinamen verschlüsselt, weil auch so ein Dateiname kann ja vielleicht schon zu viel verraten. So, diesen Key, den brauchen wir jetzt mal. Den kopiere ich mir gleich mal weg. Ich habe mir ein Textdokument aufgemacht und da kopiere ich mir den jetzt einfach mal rein. Was es damit auf sich hat, sehen wir später noch. Und bestätige hier auch nochmal mit Enter. So, jetzt ist es gemountet. Gemountet, wie wir es in Linux kennen, df-h, mal schauen, was da so rumhängt. Genau, und hier ist es gemountet. Und wie man sieht, ich habe den kompletten Speicherplatz meiner ganzen Festplattenpartition hier zur Verfügung, analog zu diesem Eintrag hier oben. Das meinte ich mit Flexibilität, was TrueCrypt eben nicht hat. So, jetzt ist aber noch nichts verschlüsselt. Also ich habe ja noch keine Dateien in den Ordner gelegt, dementsprechend ist auch nichts verschlüsselt. Die Verschlüsselung testen wir gleich mal. Ich gehe mal in den Ordner geheim, lege dort eine Textdatei an und nenne die Botschaft geheim, die ich hier reinschreibe. Das speichere ich. Und jetzt, das war jetzt der VI, das ist ein Linux-Texteditor, aber kann ich ganz normal hier auch mir so anschauen. Hier steht jetzt geheim. Kann ich wieder zumachen. Und jetzt ist ja die Frage, was passiert in dem anderen Verzeichnis? Das andere Verzeichnis sehe ich hier gar nicht, weil es ja versteckt ist, aber ich kann es hier oben natürlich trotzdem finden. So, jetzt sehen wir einmal, der Dateiname ist verschlüsselt. Das ist aber jetzt die gleiche Datei, nur eben in verschlüsselt. Und jetzt müsste man die ja mal aufmachen und gucken, was da so drin steht. Ja, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Kriegen wir die nicht einfach in das Notepad rein? Ja, kriegen wir. Und da sagt er schon, dass er die gar nicht encoden kann. Und ja, also die kann man nicht wirklich anschauen. Also man kann mal mit Gewalt hier reingehen. Und mit einem Cut drauf gehen, also so schaut die aus. Die ist also definitiv verschlüsselt, die kann man jetzt nicht so einfach lesen. Das war es eigentlich auch schon im Großen und Ganzen. Wenn ich jetzt das Laufwerk aushängen will, mache ich ein sudo umount und gebe einfach hier den Pfad mit. Und das war's. Jetzt haben wir hier noch den Zugriff auf diese verschlüsselte Datei, aber auf die entschlüsselte haben wir jetzt keinen Zugriff mehr. Da habe ich jetzt einfach nur noch einen leeren Ordner.
So, wie hänge ich das jetzt wieder ein? Ich könnte das so einhängen, wie wir es gerade gemacht haben. Also wieder einfach nur diesen Mount-Ecrypt-Befehl eingeben und muss dann aber wieder manuell sagen, wie lang die Schlüssellänge ist und so weiter. Und das würde ich mir aber gerne ersparen. Aus diesem Grund habe ich jetzt hier was vorbereitet und das sind quasi die Befehle, die wir vorhin mitgegeben haben, nur nochmal in eine Zeile zusammengefasst, sodass ich nur diese Zeile absetzen muss. Das kann ich dann zum Beispiel in ein Skript packen. Ich habe mir das in meine KeyPass-Datenbank gespeichert und muss einfach nur noch diese Zeile rauskopieren und abschicken und schon wird verschlüsselt. Also, wir gehen mal die Zeile ein bisschen durch. Sudo mount, das sollte klar sein, minus t ecryptfs, minus o. So, und jetzt kommen die Optionen für ecryptfs. Und das sind genau die Optionen, die wir vorhin eingestellt haben. Passthrough no, encrypt, filename crypto yes. Diese Signatur, das war die, die wir vorhin rauskopiert haben. Die brauchen wir nämlich nochmal hier für diesen Befehl. Und genau bei diesem nächsten ecrypt fn ek sig brauchen wir die auch. Ihr könnt jetzt aus der Videobeschreibung diese Sache hier entnehmen. Ich meine, diese Signatur ist natürlich bei euch eine andere, aber die gibt es auch hier in dem Artikel von Ubuntu Users. Genau, dann geht's weiter. EcryptFS Unlink 6, EcryptFS Keybytes, hatten wir ja 16 gewählt, Verschlüsselung AES, passt auch. Und hier kommt einfach der Pfad hin. Der erste Pfad ist der von dem Verschlüsselten und der zweite Pfad ist der von dem Entschlüsselten. Ich kopiere mir jetzt einfach das Teil, gehe wieder ins Terminal zurück, paste das da rein, drücke Enter. Und jetzt werde ich nach dem Passwort gefragt, war ja bei uns 1234, mit Enter bestätigen und da ist es wieder. Mal nochmal mit dem df-h kontrollieren, ja, da ist es auch tatsächlich. Ich kann jetzt auch in den Ordner hier reingehen und aktualisieren und dann sehen wir, dass jetzt hier die Textdatei wieder drin liegt.